Commander, wir haben unser Möglichstes für Garrus getan, aber er hat einen schweren Treffer einstecken müssen. Die Ärzte haben durch Operation und Kybernetik korrigiert, was möglich war. Soweit wir sagen können, ist seine Funktionalität vollständig hergestellt, aber... Da ist Shepard. Ein harter Kerl. Hätte nicht gedacht, dass er schon wieder auf den Füßen ist. Niemand wollte mir einen Spiegel geben. Wie schlimm ist es? Naja. Verdammt, Garrus. Sie waren schon immer hässlich. Ein bisschen Schminke und keiner merkt den Unterschied. Bringen Sie mich nicht zum Lachen, verdammt. Mein Gesicht wird sowieso nur mühsam zusammengehalten. Manche Frauen finden Narben attraktiv. Leider sind die meisten davon Kroganerinnen. Ja, tschüss, ne? Aber ich mache mir mehr Sorgen wegen Ihnen. Ich habe in den letzten Jahren schlimme Sachen über Cerberus gehört. Ja, deswegen bist du ja hier. Deswegen bin ich froh, dass Sie hier sind, Garrus. Wenn ich schon in die Hölle muss, hätte ich gerne eine Vertrauensperson an meiner Seite. Ihnen ist aber schon klar, dass ich dann auch in die Hölle muss. Genau wie in alten Zeiten. Ich bin einsatzbereit, sobald Sie mich brauchen, Shepard. Ich mache mir's mal gemütlich und sehe zu, was ich an den vorderen Geschützen ausrichten kann. Der ist auch immer dabei, die Dinger zu kalibrieren. So, jetzt haben wir Garrus, das heißt... Ja. Warum gibt's ja eigentlich keinen direkten Durchgang? Was wollte ich jetzt? Achso. Ja, private Nachrichten. Anweisung von Cerberus Oberkommando. Wir sind Omega tätig. Ein Auftrag, okay? Der Typ, dem gerade die Sache kaputt gemacht haben. Hey, er hat mir Ihre Adresse gegeben. Wir haben uns in den Achterleiter von Omega getroffen. Sie haben mich davon abgehalten, meine Söldner anzuheuern, die Archangel erledigen wollten. Mann, ich war vielleicht sauer auf sie. Ich habe mich total betrunken. Erst ein paar Tage später habe ich die Nachrichten gesehen, dass Archangel fast alle dieser Söldner erledigt hatte. Ich weiß nicht, wer sie sind und wie sie ja selber lebend rausgekommen sind, aber ich möchte mich bedanken. Als ich die Verlustzahlen hörte, kam ich mir richtig dämlich vor. Ich hätte mit Sicherheit dazugehört. Ich werde versuchen, aus meinem Leben das Beste zu machen. John Witzen. Und die Kestrel-Panzerung, die wir gerade anhaben. Ja. Ja, oder ich die Kestrel-Panzerung am liebsten... Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja. Aber da ich die Kestrel-Panzerung im Ganzen am besten am schönsten finde, ja. Am schönsten wäre es ja gewesen, wenn vor dem Landen von irgendwas immer diese Anflugsequenz kommt, die man dann angucken muss, anstatt dann die abbrechen zu können, ohne um dann die alle Screens selber nochmal anzugucken. Ja, Garrus, ich habe zwei Gruppenpunkte. Hauen wir mal einen Betäubungsschuss nach oben. Said hat auch zwei, der kriegt ja den Söldner-Veteran. Garrus hat 8, ja, dann machen wir selber. Gut. Ich habe Mattock, Schrotflinte, Mantis, Phalanx und Granatwerfer. Garrus hat Mattock und den Scissor und er hat Mattock und Mantis, deswegen... du kannst auf das Mantis gehen, weil wir, ne? Ich empfange Quarantänewarnungen aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Ist okay. Ich habe Suchanfragen nach Berichten über Archangel gestartet. Die verschiedenen Söldnergruppen halten ihn anscheinend für tot. Ach, für mich ist das okay. Das hier ist die Karte, falls wir die mal brauchen sollten. Kens Bergungsgut, Harold's Emporium. Omega-Markt, okay. Ja, so viel dazu. Dann wollen wir uns erstmal zum Market begeben, zum Markt, und ein paar Dinge rausschlagen, ein paar Dinge kaufen. Das Ende ist nah. Nein. Was hat denn Harold zu bieten? Das ist Harold. Vorsichtig aufgeregt. Willkommen, Mensch.
Was kann ich für Sie tun? Was für Waren verkaufen Sie hier? Freundlich, Bergungsgut, alles Mögliche, das meiste davon legal. Der Zigarette im Maul? Tatsächlich. Ich habe die niedrigsten Preise der ganzen Station. Günstigeres Bergungsgut werden Sie nirgendwo finden. Ich habe einiges zu erledigen. Höflich, einen schönen Tag noch. Schauen Sie bei meinem Kiosk vorbei, wenn Sie etwas kaufen möchten. Okay. Wieso finde ich gut? Hoppala. Kaufen? Ja. Gästschiff? Ja. Heckmodul? Ja. Damit lässt sich was anfangen. Die nicht. So. Marsch, hast du was zu sagen? Ich hab vielleicht auch was für Menschen. Allerdings nicht viel. Ey, mach das weg da. Ich bin heute in Stimmung, Geld auszugeben, aber ich glaube, woanders kann ich bessere Ware finden. Sie werden nirgends eine bessere Auswahl finden. Außer Sie wagen sich auf den Schwarzmarkt. Ich verhandle lieber mit Ihnen, als diesen Dieben Geld zu geben. Können wir denn vielleicht einen Deal aushandeln? Hören Sie, mit dem Schwarzmarkt kann ich nicht konkurrieren. Ich muss auch Gewinn machen. Ich werde mein Möglichstes tun. Aber sagen Sie es niemandem, sonst geht's mir an den Kragen. Okay. Omega Mark, Stimulationsleitungen, was kostet der Scheiß? 50.000, nein, niemals. Trojanischen Kreuzer auf jeden Fall. Stimulationsleitung brauche ich nicht. Sturmlaufgeschwindigkeit habe ich eh nicht. Von daher. Geschenkt. Moment, Harold's Emporium, du kennst Bergungs? Gut ist irgendwie. Hä? Beugt sich der Angreifer über sie, nimmt ihre Wertgegenstände an sich und sagt. Kennt's Bergungs ist irgendwo da? Oder vielleicht unter mir? Ich guck mal hier. Nee. Ken Sperrungsgut. Hallo, Ken. Hi, Quarianer. Hallo. Haben Sie vielleicht Interesse an geborgener Tech? Jeder Credit ist für ein Ticket, das mich von diesem schrecklichen Felsen runterbringt. Ich kaufe viele Teile und Ausrüstung. Vielleicht könnten wir ein Abkommen treffen. Naja, Sie sehen ja durchaus ehrbar aus. Aber Sie dürfen Harrod kein Wort davon verraten. Versteht sich. Dann sind wir im Geschäft. Vielleicht kann ich wenigstens Ihnen was verkaufen. Wieso bist du überhaupt eigentlich hier? Was hat einen netten jungen Mann wie Sie nach Omega verschlagen? Meine Pilgerreise. Nach wenigen Tagen wurde mein Geld gestohlen. Also beschloss ich, Bergungsgut zu verkaufen. Sie sehen ja, was daraus geworden ist. Harrod zwingt mich zu hohen Preisen und ich kann mir nicht mal das Ticket leisten, um von hier zu verschwinden. Ja. Wie viel brauchen Sie, um von Omega wegzukommen? Dafür brauche ich immer noch 1000 Credits. Aber ich würde das nie von Ihnen annehmen. Es war mein Fehler auf meiner Pilgerreise. Also ist es auch mein Problem. Hier, nimm. Hier bitte. 1000 Credits und jetzt weg von hier. Ich. Danke. Damit kann ich meine Pilgerreise endlich fortsetzen. Ich kaufe mir sofort ein Ticket. Nochmals vielen Dank. Ja, immer doch. Dafür habe ich jetzt, kann ich jetzt hier. So viele schwere Waffen. Ja, das ist mal ganz gut. Wie viel kostet das? 25.000, Alter. Das nehme ich mit. Was ist hier? Hier geht's hoch. Achso, hier auf der anderen Seite sind wir. Dann muss ich da nämlich wieder runter. Nerv mich nicht. Privatwohnung, Zutritt verweigert. Okay. Beschwerden sind sinnlos, Mensch. Wir haben eine Seuche. Niemand kommt rein oder raus. Sie müssen mich reinlassen. Ich wohne da drin. Ich tue Ihnen einen Gefallen, Lady. Wenn Sie reingehen, werden Sie von den Wachen umgelegt. Das können Sie nicht machen. In dem Apartment ist alles, was ich besitze. Cool.
Ich sagte doch, Sie sollen verschwinden, Lady. Wegen der Seuche steht der gesamte Bezirk unter Quarantäne. Keiner kommt rein. Ich bin ein Mensch, Sie Idiot. Menschen können sich nicht anstecken. Lassen Sie mich jetzt meine Sachen holen, bevor die Plünderer kommen. Fast jede Spezies ist davon betroffen. Wir gehen kein Risiko ein. Niemand darf rein, bevor das mit der Seuche nicht erledigt ist. Sie sagen also, die Slums sind komplett abgeriegelt? Endlich ein Mensch, der hören kann. Ja, genau das sage ich. Sie können mich nicht davon abhalten. Ich werde meinen gesamten Besitz verlieren. Ich tue Ihnen einen Gefallen, Mensch. In ein paar Wochen ist jeder in der Quarantänezone tot. Entweder wegen der Seuche oder durch die Gangs. Ich dachte, Omega hätte gar keine Gesetzeshüter oder sowas. Wer hat den Befehl erteilt, die Slums unter Quarantäne zu stellen? Gerade aus dem Transporter gestiegen, was? Arya T'Loke hat ihr das Sagen. Sie hat ihre kleinen blauen Finger in jedem Laden in diesem Bezirk. Und eine Seuche ist schlecht fürs Geschäft. Sie hat uns angeheuert, dafür zu sorgen, dass niemand die Quarantänezone betritt oder verlässt. Sie kann auch mal ihre kleinen blauen Fingerchen an mich legen. Es gibt in den Slums einen Salarianer namens Mordin Solus. Ich muss rein, um ihn zu finden. Der Doktor? Der Wahnsinnige hat hier im Bezirk vor ein paar Monaten eine Klinik eröffnet. Die Blue Suns waren darüber nicht sehr erfreut. Ach, wer ist das schon? Es heißt, Mordin versucht, mit der Seuche fertig zu werden. Ich wünsche ihm Glück dabei, aber deswegen bleibt das Gebiet trotzdem abgeriegelt. Unser Befehl lautet, abzuwarten, bis entweder die Seuche oder die Blue Suns alle erledigt haben. Und dann reinzugehen und sauber zu machen. Erzähl mal erstmal zu Mordins Klinik. Wissen Sie, wo ich Mordins Klinik finde? Keine Ahnung. Warum wollen Sie das wissen? Der Bezirk steht unter Quarantäne, schon vergessen. Nein, gib mir mal die Art der Seuche. Erzählen Sie mir mehr über diese Seuche. Es fängt mit Husten an. Dann spuckt man Blut und dann hilft nur noch eine Kugel. Sie befällt viele Spezies. Turianer, Salarianer, Kroganer. Eigentlich alle, nur Menschen sind immun. Und Vorcha, falls Sie die mitzählen. Eine durch die Luft übertragene Krankheit, die zahlreiche Völker befällt. Wir müssen verhindern, dass sie sich ausbreitet. Deshalb die Quarantäne. Ja, Vorcha sind ja gegen alle Krankheiten irgendwie immun aus irgendeinem Grunde. Wer sind die Blue Suns? Ey, das wissen wir doch. Die Söldnergruppe, die den Bezirk unter Kontrolle hat. Besser gesagt, unter Kontrolle hatte. Die meisten von ihnen sind Turianer und die Seuche soll unter ihnen ziemlich gewütet haben. Jetzt steht der Bezirk praktisch frei zur Übernahme. Angeblich planen die Vorcha was in der Richtung. Die Seuche tut ihnen nichts. Sie sind immun gegen die Krankheit. Ein weiterer Grund, warum sie da nicht reingehen wollen. Krankheiten betreffen doch eigentlich nie mehrere Spezies. Turianer und Salarianer können nicht mal die gleichen Lebensmittel essen. Richtig. Die meisten gehen davon aus, dass die Seuche synthetisch ist. Jemand hat sie geschaffen und dann ist entweder ein Unfall passiert oder sie wird hier getestet. Und da die Menschen immun gegen die Seuche sind und einige von ihnen mit dem Plündern angefangen haben, glauben viele, dass sie Menschenwerk ist. Hören Sie zu, Sie sitzen hier fest, bis die Quarantäne aufgehoben wird. Das könnte Wochen dauern. Das Wichtigste ist, dass Sie das Problem schnell lösen. Und genau da komme ich ins Spiel. Ich löse Probleme. Lassen Sie mich rein, dann bringe ich den Bezirk wieder in Ordnung. Wenn Sie glauben, Sie können das in Ordnung bringen, bitte sehr. Die Quarantäne dient ja eher dazu, Infizierte am Ausbrechen zu hindern. Ich gebe per Funk durch, dass Sie reinkommen. Moment, mich halten Sie auf, aber die nicht? Sie Mistkerl! Sie haben keinen Granatenwerfer, Lady. Verziehen Sie ja. sich. Das ist wahr, ich bin schwerer bewaffnet als Hunde, wenn wir sein. Eine Quarantänezone für eine Seuche, die Turianer befällt. Warum gehen wir nicht mal wohin, wo es schön ist? Es ist sicherer, bei einer Truppe zu bleiben, die immun gegen die Seuche ist. Es ist Ihre Entscheidung, Shepard. Wenn Sie mich brauchen, wird mich ein mickriger Husten nicht zurückhalten. Na gut. Kroganer und Vorcha regenerieren Gesundheit. Brandmunition und Warp-Angriffe verhindern. Ich habe keine Brandmunition, ich habe auch keine panzerbrechende Munition. Das ist Kacke. Ja. So viel dazu. Ja, Garrus kommt mit und ja. Ihr werdet mich vielleicht hassen, aber ich. Nee. Mantis verlangt Granatwerfer. Er hat Mattock und Mantis. Er hat auch Mattock und Mantis. Gut. So, jetzt gehen wir hier erstmal wieder auf diese hier. Nein.
Genauso. So, da hinten müssen wir irgendwas liegen, genau. Element Zero. Hey, Gareth. Wechseln Sie! Das ist ja eh Scharfschütze, von daher. Nicht schießen, Sie dürfen rein. Finde ich gut. Medical Station. Ja. Da ich ja vorhin zwei verbraucht habe, hallo. Viel Glück da drin. Die Blue Suns und die Watcher schießen auf alles, was sich bewegt. Ich auch. Guter Schuss! Feinde bei uns. Nach ihnen. Direkt hinter ihnen. So viel dann dazu. Ich habe mich in all den Jahren an den Geruch brennender Leichen gewöhnt. Ist vermutlich kein gutes Zeichen. Seuchenkontrolle, einfachste Version. Leichen auf der Straße zu einem Haufen zusammenschieben und anzünden. Ja. Ja. Hallo? Da. Genau, so, 5000 Credits, was geht hier rein? Oh, Energiezellen, yay. Gute Tür, kann ich umgehen. So, bitteschön. Koreanisches Seuchenopfer, untersuchen. Er wollte sich durch die Wand graben. Hätte ich an seiner Stelle nicht versucht. Okay. Ist hier noch was zu finden? Nee, aber Computerlogs. Eintrag 1. Okay, cool. Kartenspiel sind nice. Schon zwei Tage. Es hat nicht mal jemand nach uns gesehen. Hätte nie gedacht, dass die Blue Suns mich im Stich lassen würden. Die Gruppe hatte mal Werte und eine Überzeugung. Wenn ich hier rauskomme, werden sie dafür bezahlen. Also nach dem Husten hört sie halt nicht an. Am besten ist ja auch die Klammerung hinter dem Untertitel. Hustet stark. Eintrag 3. Das geht nicht besonders. Ich glaube, er hat wirklich die Seuche. Ich muss hier raus, bevor er mich auch noch ansteckt. Und jetzt der Letzte. Das tut mir leid. Also, ist kein schöner Tod, sich zu Tode zu boosten. Naja. Ihnen ist nicht mehr zu helfen. Dann weiter. Batterianisches Opfer. Reden wir mit meinem dem. Ja, gut. Ein Mensch. Hätte ich mir denken können. Schlimm genug, dass sie uns mit dieser Seuche infiziert haben. Und jetzt haben sie nicht mal den Anstand, auf meinen Tod zu warten, bevor sie mir meine Habseligkeiten stehlen. Kann man ihnen irgendwie helfen? Weg von mir, Mensch! Ihre Art hat schon viel zu viel angerichtet. Ihre Seuche hat mir das angetan. Und ihr heuchlerisches Mitleid ist nun der Gipfel der Erniedrigung. Ach, geh mir nicht auf den Sack, Mann! Diese Seuche ist nicht das Werk von Menschen. Aus ihrem Mund tropfen die Lügen wie das Blut aus meinen Wunden. Die Beweise sind doch für jeden offensichtlich. Meinst du?
Ihre Spezies ist als einzige für das Virus nicht empfänglich. Sie und diese verdammten Vortscher. Ich suche einen Salarianer. Ich muss Mordin Solus finden. Menschen, die einen Sympathisanten der Menschen suchen. Hoffentlich brennen die Vortscher diesen Mordin und seine Klinik bis auf die Grundmauern nieder. Ich hoffe, sie... Ich hoffe... Verdammt. Hey, bleiben Sie bei mir. Das wird die Seuche zwar nicht heilen, aber es wird Ihnen erstmal helfen. Warum stehst du jetzt auf? Ey, lass das. Sie haben mir geholfen. Warum? Weil ich genau deswegen hier bin. Es ist mein Job. Ich weiß nicht, ob ich ein Heilmittel für die Seuche finde, aber ich werde es versuchen. Ihre Worte klingen aufrichtig. Vielleicht liegt's am Fieber. Aber wie Sie sagten, was habe ich zu verlieren? Was möchten Sie wissen? Warum sind Sie so überzeugt davon, dass die Menschen hinter diesem Ausbruch stecken? Die Seuche ist zu aggressiv, um ein natürliches Virus zu sein. Übertragung durch die Luft bei so vielen Spezies? Sterberate fast 100%. Sie muss aus einem Labor kommen. Und da die Menschen als einzige Spezies nicht betroffen sind, gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Sind die Vortscher nicht immun gegen die Seuche? Es könnte doch sein, dass sie das Virus verbreitet haben, um den Bezirk zu übernehmen. Vortscher sind immun gegen Krankheiten. Eine von Menschen geschaffene Seuche würde sie nicht betreffen. Aber wenn die Vortscher die Seuche entwickelt haben, wieso erkranken dann die Menschen nicht daran? Hm. Außerdem sind die Vortscher nicht schlau genug, um so ein Virus zu entwickeln. Sie sind Aasgeier. Tut mir leid, Mensch. Sie glauben es vielleicht nicht, aber alle Beweise deuten auf ihre Spezies hin. Ja, okay, erzähl mir doch mal was zu den Vortscher. Sie sprachen vorher über die Vortscher. Vor der Quarantäne haben die Blue Suns den Bezirk kontrolliert. Aber als die Seuche große Teile von ihnen dahingerafft hatte, kamen die Vortscher. Die Blue Suns kämpfen um ihr Revier. Aber wenn die Seuche sich weiter so ausbreitet, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Vortscher die Oberhand gewinnen. Ja gut, dann sehen wir trotzdem mal was zu Mordin. Ich muss Mordin Solus finden. Er hat eine Klinik am anderen Ende des Bezirks. Er nimmt Flüchtlinge auf und hilft allen, die mit der Seuche infiziert sind. Ich hatte bisher Angst, zu ihm zu gehen. Er ist gefährlich. Aber vielleicht kann er wirklich helfen. Wieso ist er das denn? Was macht Mordin schlimmer als den Tod durch die Seuche? Die Blue Suns wollten von ihm Schutzgeld erpressen. Er hat sie umgelegt. Er ist mit so einer Art Toxin betäubt und dann erschossen. Er ist mehr als ein Arzt. Ärzte richten keine Leute hin und stellen dann als Warnung die Leichen aus. Egal. Kriegen wir schon hin, Deutsch. Wenn ich Mordin gefunden habe, erzähle ich ihm von ihm. Wenn er ein Heilmittel hat, sorge ich dafür, dass es jemand zu ihm bringt. Danke. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Aber wenigstens haben Sie mir einen Hoffnungsschimmer gegeben, der die Finsternis meiner letzten Stunden ein wenig erhellen wird. Ich will nicht sterben. Was immer Mordin ist. Ich will es riskieren, wenn er mich erreichen kann. Alles klar, wir sehen uns. Ich muss jetzt gehen.